Hallo meine Lieben, einen schönen Dienstag wünsche ich euch. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Und ich habe mir jetzt gleich vorgenommen, als ich nach Hause kam, ein Video für euch abzudrehen, weil ich bin am Wochenende zu meiner Freundin eingeladen, zum Geburtstag, ne, wie alle eigentlich von unserer Familie, wer Lust hat. Und ja, da war ich noch im Depot. Der Karl steht hier neben mir. Ich bin schon zweimal angefangen, weil er immer dazwischen gebellt hat. Jetzt habe ich es nochmal wollte ich es erst rausschneiden. Jetzt fange ich einfach nochmal von vorne an. Und er guckt mich schon wieder an. Na, jetzt geht er erstmal raus. Geh raus, Karl. Mach die Tür auf. Ja, und wir sind eingeladen. Und da bin ich gestern Abend schnell zum Depot gefahren. Einige meiner Kollegen haben schon gesagt, Depot gibt es gar nicht mehr. Der wird geschlossen. Und, aber ich war ja die Woche oder vor zwei Wochen auch gerade da und habe da eingekauft. Da war eigentlich alles noch normal. Und ich habe gehofft, hoffentlich lass ihn da sein, aber er war da und er wurde auch gerade neu befüllt, also hat mich gewundert. Ich habe es aber auch irgendwo schon gehört, muss ich dazu sagen, aber der war auf und es wurden Sachen reingestellt. Ich weiß jetzt nicht, ob die das alles noch raus haben wollen, vielleicht auch aus dem Lager nochmal und keine Ahnung. Jedenfalls habe ich noch, und ich hoffe, dass er auch da bleibt, weil ich sehr gern da reingehe und wir sehen die Städte und ja, die ganzen Einkaufszentren aus, wenn da immer ein Laden nach dem anderen verschwindet, das wäre natürlich nicht so schön. Auf alle Fälle habe ich da ein paar Kleinigkeiten für meine Freundin auch gefunden, was ich denke, was sie auch erfreuen wird und das wollte ich euch mal zeigen. Als erstes habe ich ihr mitgenommen, das habe ich jetzt mal selbst angeguckt, einen Kissenbezug, 45, da muss man meine Brille aufsetzen und lese euch das mal vor, das muss ich nämlich wieder ordentlich reinstecken. Also auf 30 Grad ist der waschbar. Circa 45 mal 45, ein Couchkissenbezug oder fürs Boxspringbett, habe ich so gesagt. Ich habe jetzt direkt auch keine mit Weihnachtsmotive genommen. Ich habe das einfach so als flauschigen, das flauschige Kissen mitgenommen, weil ich das schön finde. Das ist so neutral, das kannst du noch bis März reinstehen lassen und dann nachher wechseln. Ne? Ich weiß nicht genau, ob meine Freundin so gerne mit Weihnachtsmotiv das mag und deswegen habe ich gedacht, nimmst du so ein neutrales und da wird sie sich so freuen. Habe ich schon den Preis gesagt, 9,99. So, das muss ich nachher wieder ordentlich so reinstecken, das ist aber kein Problem. Ich habe es mir erstmal einmal selbst schon angeguckt. Ich packe das mal hier rüber, nicht, dass man das zerdrückt hier. Und dann durfte für sie, das muss ich jetzt mal auskippen, ich habe hier noch ein paar Leckerlis drin, auch noch eine Depottasse mit, die fand ich auch sehr schön, hier mit Goldrand und Goldgriff. Und Schneeflöckchen drauf, große und kleine. Das fand ich so süß. Jetzt kommt der Kaltchen wieder rein. Hoffentlich wieder nicht unruhig. Und die waren 9,99 und auch aus dem Depot. Ja, dann habe ich für meine Freundin noch einen Duft mitgenommen. Die sind ja so super immer. Ich selbst habe auch noch einen mitgenommen, also durften zwei mit. Für 16,99. Ich liebe dieses Ipuro, ja, Klassik, es gibt ja tausend Düfte, aber der hat mir gestern so wunderbar gefallen, dass ich gesagt habe, für meine Freundin und eins gönne ich mir, weil 16,99 ist ja nicht allzu billig, aber ich muss sagen, man hat da sehr, sehr lange was von und die Zimmer riechen so toll. Ich hatte mir eins, oder ich hatte eins von meiner Schwiegermutter, von meiner Schwiegertochter geschenkt bekommen, einen Gutschein und ich wollte mir da unbedingt lieber so einen Duft verkaufen bei Douglas und kein Parfüm. Und ich muss sagen, der war so kräftig, das habe ich, glaube ich, euch auch schon mal erzählt. Ich musste das nachher im Frühjahr, das hatte ich auch im Herbst bekommen, irgendwann mal. Und ich musste das auf die Terrasse stellen. Ich hatte da so eine Kopfschmerzen von, ich habe das nicht mehr ausgehalten. Bei diesen habe ich das nicht so toll. Ich habe jetzt gerade den, ich euch vorige Woche gezeigt habe, auf dem Flur stehen und der ist super. Richtig schön auch. Und deswegen habe ich davon zwei mitgenommen, jeweils 16,99. Eins für meine Freundin, eins für mich. Ja, dann habe ich für uns noch, für die Haustür, wir haben eine feststehende Seite, habe ich Sterne mitgenommen. Schaut mal, da konnte ich nicht dran vorbei. Und ihr wisst ja, ich habe euch das ja vorher so schon erzählt, ich liebe Sterne in allen Farben, Formen und, ne, und die konnte ich einfach nicht. Ich weiß, ich wollte nichts kaufen, habe ich euch, glaube ich, auch schon mal erzählt, weil ich genug und wirklich genug Weihnachtssachen habe. Aber da dürfen sich die Kinder noch mal was aussuchen, weil das alles neu sind, wenn ich und was sie noch haben wollen, wenn ich wirklich so viel habe. Muss ich jetzt mal nachschauen. Ich liebe Weihnachtssachen. Ja, die zwei durften jedenfalls mit für die Haustür. Und dann durften auch noch zwei Kugeln mit. Die haben jetzt so eine besondere Form und ich fand die so toll für den Tisch nachher, weil ich ja alles beige gerne haben mag. Und die haben mir so gefallen von der
Ja, auch das Durchsichtige ist ja zurzeit so angesagt. Und ich mag auch diese Farbe und auch diese kleinen Ritzen da drin. Ja, du musst erst mal gucken. Die waren jeweils beide 4,99. Einmal die Form, einmal die Form. Und seht ihr das da drin? Sind so wie Striche, wie so Muster. Also wirklich bildhübsch eigentlich. Also sieht im Original noch hübscher als auf der Kamera aus. Also die durften auch beide mit. Aber mehr werde ich dieses Jahr auch wahrscheinlich nicht kaufen. Und davon habe ich auch noch wegen unseren K2 mitgenommen. Ich fand die so süß. Schaut mal. 2,99 jeweils. Und da konnte ich auch nicht dran vorbeigehen. Fand ich auch sehr, sehr süß. Habe ich jetzt noch was von Depot oder war das jetzt soweit erstmal alles? Ach ja, und dann hatte ich, aber das ist nichts Besonderes. Das wollte ich meiner Freundin. Ja, wir schenken uns jetzt keine Pralinen und so. Wir haben immer so ein paar Kleinigkeiten, ne? Und dann liegt irgendwie Schokolade dabei. Aber die, da konnte ich auch nicht dran vorbeilegen. Und das stecke ich ihr so an eine Tasse mit rein. Wenn sie dann mal einen Cappuccino sich macht oder einen schönen Kaffee, dass sie da was Süßes so hat. Ist jetzt zwar mit, auch mit Weihnachtsmotiv, aber komm, ist schon bald soweit und es ist egal. Ne? Wesen ist hübsch und sie freut sich. Ja, und da war 1,99, das fand ich so süß, den Tannenbaum. Und das lag gleich neben der Tasse und deswegen habe ich das mitgenommen. Und da lag leider nur bei uns was mit Weihnachtsmotiven. Ja, und so, dann war ich danach noch in Nunana, weil ich brauchte auch noch Karten. Die zeige ich euch auch mal. Da habe ich ordentlich ein paar mitgenommen. Weil, dann habe ich ein paar zu Hause und dann merke ich gar nicht, dass die alle sind. Und schon hat jemand Geburtstag, muss irgendwo was. Und ich schreibe mir noch gerne Karten zum Geburtstag. Weiß ich auch nicht. Das hat mir so über Jahre angewöhnt. Und ich finde es auch so schön persönlich, wenn man sowas kriegt. Und den Tag freut man sich, auf wenn man Geburtstag hat. Und man kriegt von irgendjemand ganz umworfene Karte. Oder man weiß nachher auch, der denkt jedes Jahr an einen. Ich finde es einfach schön. Und da durfte die mit. Hier für meine Freundin ist die zwar, weil ich ihr die so mit reinstecke. Die waren 2,95. Und die hier jeweils auch alle. Dann habe ich noch für die Kindergeburtstage, für unsere Kinder, Enkelkinder, nicht für unsere, für unsere Enkelkinder, wenn die Geburtstag haben. Und mal sich nichts wünschen, vielleicht Geld, sind ja auch bald in den Alter, Maike davon, und wollen sich dann alleine was aussuchen. Und dann steht bei uns in unserer Familie noch eine Geburt an von meiner Schwester, die eine Tochter bekommt, das erste Kind. Und dazu habe ich hier zwei Karten mitgenommen, die fand ich auch so süß. Schaut mal, die eine und die andere. Und hier steht drauf, und die wird es wahrscheinlich werden, ein bisschen Mama, ein bisschen Papa und ganz viel Wunder. Und das fand ich so süß, die durfte auch mit. So, und dann habe ich noch eine mitgenommen, aber die will ich mir einfach in so einen kleinen goldenen Rahmen und das Emmy ins Zimmer stellen von Karl. Das finde ich so süß mit dem Dackel, immer die Sachen und das Muster einfach mit. Ja, anschließend war ich noch kurz in DM und da durfte für mich, weil ich wirklich mit den Händen mehr so zu tun habe jetzt im Herbst und Winter, von Nivea, da stand neu dran, ich habe sie noch nie gesehen, ich weiß es auch nicht, ob die neu ist oder ob es die schon mal gab. Hochwirksame Handcreme, Lidschutzfaktor 15, reduziert Pigmentflecke und beugt Neuentstehung vor, aber deswegen habe ich mir das nicht gekauft, ich habe die ausprobiert einfach, 50 ml sind drin und die ist so schnell eingezogen, ich weiß nicht, was mit meinem Licht hier ist, mal an und aus, so schnell und so toll angezogen und es hat auch einen sehr angenehmen Geruch und da habe ich gedacht, die nimmst du mit. Jetzt fragt mich aber nicht, wie teuer die war. Die war nicht ganz billig, war die, ich weiß es nicht, 3,95? Ich weiß es nicht, aber ich zeige euch ein bisschen dichter, die war von, also von der Konsistenz hat die sich sehr, sehr gut angefühlt und deswegen, ja, mache ich mir nachher gleich mal rauf. Und dann wollte Emmy, hat mich dann noch angerufen und wollte noch einmal Trockenshampoo von Gatte B haben und da habe ich gedacht, nee, jetzt nimmst du einfach mal Balea mit, die Eigenmarke von DM. Blond Trockenshampoo, keine weißen Rückstände, stand nämlich drauf und das ist ja irgendwie wichtig. Nach den Ausbürsten, gut, sie muss es hier bürsten, bei den anderen, da fällt es von alleine raus, da brauchst du nur so machen, aber es würde ja auch so gehen eigentlich. Langanhaltende Frische, jo, und das ist vegan und halb so teuer, habe ich gedacht, das nimmst du hier einfach mal mit zum Probieren und ja, sie war auch damit einverstanden. Dann habe ich mir eine Foundation mitgenommen von Catrice und das ist die, ich weiß jetzt nicht, ist das die Nummer 017N? Ich habe das noch nie so oft durchgegeben. Kann sein, kann nicht sein. Ja, die wollte ich mal ausprobieren. Ich zeige euch die mal, ich mache die mal auf. Ja, das ist auch wieder so ein, wie sagt man,
wo man das mit einschmieren kann ins Gesicht. Ja. Damit man mal wieder jetzt sowas zu Hause hat. Ich werde auch mal wieder ein Schminkvideo machen. Ich habe so viel Schminke. Jetzt kriegt das hier nicht mal zugedreht, richtig? Irgendwas hat. Ach, das ist ja klar. Okay. So, jetzt mache ich deine Hände in Ruhe. Dann habe ich mir noch von Maybelline, und die hatte ich von meiner Freundin empfohlen bekommen, eine Wimpernspirale gekauft. Die ist so toll. Ich durfte die einmal ranmachen. Man soll das ja nicht von Augen von anderen benutzen. Aber sie sagt, probier es einfach mal. Weil ich hatte ja auch schon so viele Wimpernspiralen, wo ich unzufrieden mit war. Und sie sagt, probier die aus, bevor du die kaufst. Und die ist so toll. Und dieser ganze ist so biegbar. Und man kommt richtig schön in die Ecken rein. Und deswegen habe ich mir die einmal mitgenommen. Die durfte da, die durfte mit, wollte ich sagen. Ja. Was habe ich denn noch? Dann habe ich, meine Fingernägel sehen ganz schön aus, mag ich gar nicht hochzeigen, von Essence noch einmal den ganz billigen Nagellack. Den habe ich jetzt auch gerade drauf und der ist so schön. Alle haben gefragt, ob der teuer war. Nein, das war der ganz billige und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch 5, 6 von den teuren und ich muss ganz ehrlich sagen, die halten mal besser als die teuren. Und die, das war, glaube ich, jetzt 1,99. Also super Nagellack, kann ich jedem empfehlen, der gern mal benutzt. Ich habe auch neues überlegt, mir die mal raufkleben zu lassen. Ab und zu hatte ich das ja früher mal, aber dann habe ich gedacht, nee, ach, mit den Putzen und weiß auch nicht, ne, habe ich es dann doch wieder sein lassen. Ich finde es eigentlich ganz schön. Ich würde es mir auch gar nicht mehr lang machen, so ein bisschen kürzer, aber ach, da habe ich gedacht, nee, komm, lass es, malz die wieder mal rauf und gut ist es. Vielleicht kommt es nochmal. Und Emily soll mir jetzt an Geburtstag, wenn wir da hingehen, von Catrice Dramatik diese Wimpern mal raufkleben. Ich bin gespannt, ob das bei mir noch aussieht. Wenn nicht, nimmt Emily die, ist egal. Sie hat sich die, klebt sich die auch gerne rauf und macht sich die auch laufend und kauft sich die. Und ich fand die jetzt auch mal gut, hab gern, nimmst sie mit. Wenn nicht, nimmt Emily sie, ist nicht weggeworfen. Und wird sehen, ob das bei mir noch geht. Ja. Dann habe ich noch einmal von Catrice ein Matt mitgenommen. Steht hier drauf, 12 Stunden. Ja. Und was haben wir noch? Dann habe ich mir noch einen Baumstamm. Den wollte ich eigentlich während der Fahrt ein bisschen essen. Ich habe mir einen Kaffee rausgeholt beim Bäcker und den wollte ich eigentlich mitessen. Aber den habe ich immer noch im Beutel drin. Den werde ich mir dann heute Nachmittag mit dem Cappuccino hier zu Hause schmecken lassen. Und dann habe ich mir noch, ich weiß jetzt nicht, was ist das jetzt hier genau? Ist das so ein Verblender? Sagt man das dazu? Ich kenne mich nicht so aus mit Schminke. Auf alle Fälle zeigen den ganz viele YouTuber und ich fand das schön, wie sie das auf der Wange so hatten. Und deswegen durfte der mit. Und der ist auch ganz billig gewesen. Das ist auch ein Essen. Und ja, ich weiß gar nicht, war der 1,90 auch oder so. Ganz, ganz billig. Der durfte auch noch mit. So, ihr Lieben, das war mein kleiner Einkauf, den ich euch heute noch zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat es ein wenig gefallen. Und vielleicht konnte ich euch auch wieder ein paar Anregungen geben, wenn ihr auch irgendwo eine Geburtstagsfeier oder sowas habt. Aber das probiert mal, wenn ihr mal ein Geschenk sucht. Das ist ein tolles Geschenk und ja, hochwertig, schön und riecht super. Und ja, das kann ich euch wirklich empfehlen, da mal so einen Duft zu verschenken. Ja, dann wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Restdienstag. Bleibt schön gesund und wir hören. Hab euch lieb. Ciao, ihr Lieben.